ist nochmal der Thomas, Samstagsdienstag 2017. Ich habe ja dann euch gezeigt, dieses Holzbauprojekt, was ich gesagt habe vorhin. Da habe ich Stübel gemacht, Schraubzwingen, da einfach einen Abschluss. Vielleicht schnappt es, weil es denkt immer, aus Abschluss habe ich es nochmal mit 120er Schleiffarbe gestiftet, mit meinem Alexander-Schleifstein. Da habe ich mal, schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, und ich denke mir, sieht gut aus. Jetzt soll ich es lassen, man dir soll es ölen, soll es nicht ölen. Wie gesagt, oh, da habe ich ein bisschen tief gebohrt, sehe ich gerade. Oh, ich weiß, ja, seht ihr das? Ich weiß nicht, was er geht. So. Ja, jetzt soll ich das und soll ich schon mal hier was dran machen oder nicht? Das bin ich am Legen. Ja, das ist jetzt eigentlich Abschluss von dem Projekt. Da werde ich noch irgendwas weiter beieinander. Das soll ich euch zeigen, wie gesagt. Ich habe es auch mit 120 Tübe geschifft. Das ist einfach ein Leimholz-Tanne. Zum Baumarkt, der kostet ein Brett in der Größe. Das hat 2 Euro, also es geht so. Dübel, ach, der Dübel von diesem Hofkraft, unser Dübelset und die Stückchen. Habe ich einfach geschnitten, zuerst mal ein Stichsäge mit dieser Box und Mindestkasse zuerst geschnitten. Also hier so, diese Kante. Und also wie gesagt, vielleicht habt ihr eine Idee, wie man es ölen kann, wenn ölen kann, oder ja, schreibt es einfach Video und dann Kommentare. So, das soll ich euch zeigen. Ja, und hier habe ich auch noch geschliffen mit einem Extenderschleifen und Anschleifpapier. So, naja, ist halt ein bisschen Segerau, aber gut, ist ja kein Möbelstück. So, ja. Und wie gesagt, das Projekt ist eigentlich fertig. Und das kann man halt hier hinstellen, zum Beispiel an der Wand oder so. Zum Beispiel. Ja. So, da kann man halt, als stellt man das zum Beispiel an der Wand jetzt, wie ich bei mir. Also, ich habe es halt an der Wand stehen im Moment. So, also so sieht es dann halt aus optisch. Und da kann man zum Beispiel Schraubzwingen jetzt dranhängen. So, und jetzt diese kleinen da beim Globus gibt es die Globus Baumarkt Feedback. So, da man halt hier einfach, als sieht man das, ist ein bisschen, na gut, da hat man halt einfach aus Schraubzwingen können, habe ich das halt gemacht. So, ja, so und da, so sieht es halt aus jetzt, ja. Und wie gesagt, die das Öl nicht ölen, ich habe nur so ein Nummerschen Kleinöl auf Kleinölbasis, so ein Klua, ich weiß, ob es dafür geeignet ist, weil es eigentlich nur für Sam 4000 geeignet, vielleicht hat es jemand, weiß es jemand, ja, das soll ich euch zeigen halt, ja. Und wie gesagt, das ist halt einfach eine Schablatinsleiste, die ich selber geschnitten habe, ja. Ja, das war's eigentlich. Okay, ich wünsche einen schönen Abend noch. Tschüss, Thomas.